Ich habe jetzt alle Teile für mein Gesellenstück zugeschnitten, furniert, lackiert und alle Verbindungsstellen gefräst. Das heißt, der nächste Schritt ist das Verleimen. Das ist immer ein recht kritischer Punkt, weil sich hier zeigt, ob auch alles passt und wie genau man gearbeitet hat. Und weil man unter Zeitdruck steht. Der Leim trocknet gerade im Sommer ziemlich schnell. Und wenn man nicht alles rechtzeitig in Position und verzwingt hat, halten die Stücke entweder nicht zusammen oder noch schlimmer, sie halten zusammen, aber nicht so, wie man es wollte. Ich beginne mit dem einfachsten Teil, dem Lichtkorpus. Er ist relativ kompakt und besteht nur aus 4 Seiten, die recht einfach zusammengesetzt werden können. Zum Verleimen benutzen wir bei uns die 3 Weißleim. Das ist ein Leim auf Basis von Polyvinylacetat, kurz PVAC, der in Wasser gelöst ist. Wenn der Leim aufgetragen ist, muss man warten, bis das Wasser verdunstet ist. Dann ist der Leim hart und die Teile verbunden. Das heißt auch, je wärmer es ist, desto schneller zieht der Leim, weil das Wasser schneller verdunstet. Im Gegenzug wird der Leim bei Minusgraden zerstört, weil das Wasser im Leim gefriert und das Gebinde damit dauerhaft unbrauchbar macht. Weißleim wird eingeteilt in die Stufen D1 bis D4, was die Wasserbeständigkeit bestimmt. D1 hat dabei die geringste Wasserbeständigkeit, während D4 quasi als wasserfest gilt. Ich kenne aber niemanden, der D1 und D2 nutzt. D3 ist der Standard und D4 wird genutzt, wenn das Möbel beispielsweise im Bad stehen soll. Zum Verzwingen benutze ich Bandzwingen. Die haben den Vorteil, dass sie auf alle Ecken gleichzeitig Druck ausüben und den gleichmäßig verteilen. Dadurch ist es unwahrscheinlicher, dass die Teile gegeneinander verrutschen und die Gärung nicht schließt. Die Zwingen auf den Ecken sorgen dafür, dass alles bündig abschließt und das Klebeband zieht die Gärung noch ein wenig zusammen. Als nächstes ist der Kleinteile-Korpus dran. Er ist zwar kleiner, aber hat einen fest verleimten Zwischenboden. Der verkompliziert das Verleimen ein wenig. Ich habe mir ein paar 1-2-3 Blöcke und Verglasungsklötze untergestellt, damit der Boden direkt auf der richtigen Höhe sitzt. 1-2-3 Blöcke sind kleine Metallklötze, die exakt 25 x 50 x 75 mm groß sind. Sie sind eher für Maschinisten gedacht, aber auch als Schreiner kann man Nutzen an ihnen finden. Ich habe sie zum Beispiel auch beim Einstellen der Tischfräse verwendet. In den Gärungen benutze ich Dominodübel, in der Fläche Lamellos. Ich wollte erst wieder Bandzwingen nutzen, aber habe mich dann dagegen entschieden. Bandzwingen haben einfach wesentlich weniger Kraft als gewöhnliche Zwingen und der Korpus ist so klein, dass man keine sonderlich großen Zwingen braucht. Diese Streifen aus Multiplex, die ich unter die Zwingen stelle, nennt man Zulage. Sie verhindern, dass das Holz durch die Zwinge beschädigt wird und verteilen den Druck auf eine größere Fläche. So ganz zusammenkommen wollte der Würfel aber nicht, egal was ich versucht habe. Eine Ecke wollte nicht ganz bündig zusammenrücken. Mir blieb nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und es erst einmal so zu lassen. Nachdem der Leim dann trocken war, habe ich das Stück, was überstand, vorsichtig beigehobelt, sodass alles eben ist. Mein Einleimer ist jetzt zum Glück recht dick, da kann man das ohne Sorge machen. Es war zum Glück nicht viel, vielleicht ein halber Millimeter. Nach dem Hobeln alle Ecken noch geschliffen und dann die Vorderkante noch einmal mit der Rolle nachlackiert. Nehmt euch da kein Beispiel dran, das war eine Notlösung. Jetzt ist der Kamerakorpus dran, das schwierigste Teil. Das hatte ich beim Lackieren recht großzügig abgeklebt, weil auf diesen Flächen später noch Teile aufgeleimt werden sollen. Wir haben im Betrieb genau eine Gärungszwinge, die kommt hier zum Einsatz.
quasi eine Zwinge extra für Gehrung, die beide Teile gleichmäßig ineinander drückt, ohne dass ein Teil über das andere hinausrutschen kann. Ansonsten verwende ich das bewährte Klebeband und in die Ecken habe ich mir noch 90 Grad Winkel gespannt. Du kannst ja fließen, bevor du das ganze Ding anschießt. Ich habe bei diesem Teil nicht alles auf einmal verleimt, sondern erst je eine Seite und einen Boden zu einem L verbunden. Im zweiten Durchgang kommt dann alles zusammen. Das sind aber immer noch viele Einzelteile, die sich vor allem gegenseitig blockieren, aber trotzdem auf den Millimeter genau sitzen müssen. Verrutscht etwas, passen später die Klappen nicht mehr hinein und die können nicht angepasst werden, zumindest nicht von mir. Dann waren sich noch die Zwingen gegenseitig im Weg, es war ein kleines Massaker. Ein paar Kollegen haben mir dabei spontan unter die Arme gegriffen, so etwas verleimt man gewöhnlich auch nicht alleine. Beim Deckel des letzten Korpuses tat sich noch ein kleines Problem auf. Dieses Geräusch verrät mir, dass das Furnier sich an dieser Stelle gelöst hat. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Leim genutzt. In der Fachsprache nennt man so etwas Kirschner. Das lässt sich zum Glück recht einfach beheben. Eine Spritze mit ein wenig Leim gefüllt und das Ganze dann vorsichtig unter das Furnier gespritzt. Noch eine Zwinge drauf und das Problem ist verschwunden. Den Korpus verleime ich dann wieder in zwei Durchgängen. Erst zwei Ls verleimt, dann die beiden zusammengesetzt. Ich finde ja, das mit dem Klebeband sieht immer recht unprofessionell aus, aber gerade wenn etwas auf Gärung verleimt wird, ist es die einfachste und schnellste Lösung und wird von uns im Betrieb fast immer genutzt. Mein Kamerakorpus erhält später zwei Klappen, hinter denen sich die Objektive befinden sollen. Diese Klappen aufschlagen zu befestigen, sodass sie vor dem Korpus sitzen, sehe seltsam aus, weil es ja noch Fächer ohne Klappe oder Tür gibt. Also muss ich sie einlassen. Damit die jetzt einen definierten Stopppunkt haben, will ich sie einfelzen. So schließt die Tür auch staubdicht. Normalerweise würde man eine Falz einfach einfräsen, so wie ich es bei den Rückwänden auch gemacht habe. Dadurch ergibt sich bei den fundierten Stücken aber das Problem, dass man die rohe Tischlerplatte sehen würde. Man kann zwar diese Stelle wieder überfurnieren, aber ich habe noch ein zweites Problem. Der Boden müsste oben wie unten gefalzt werden, aber nicht durchgehend, sondern nur in dem Bereich, in dem die Klappe ist. Weil es aber echt seltsam aussehe, wenn der durchgehende Boden seine Stärke ändert, je nachdem, ob eine Klappe da ist oder nicht, müsste ich im Bereich der offenen Fächer die gesamte Fläche runterfräsen, um sie dann neu zu furnieren. Das wäre sehr aufwendig, dauert zu lange und wäre am Ende wahrscheinlich auch nicht besser als meine Lösung. Ich habe stattdessen zusätzlich dünne Stücke gefertigt, die ich jetzt im Nachgang aufleime. Ich nenne sie Falzbilder, weil sie die Falz ausbilden. Damit die verleimt werden können, habe ich diesen Korpus vorm Lackieren auch so großflächig abgeklebt. Die Falzbilder habe ich absichtlich etwas größer geschnitten, um sie jetzt an den fertig verleimten Korpus genau anpassen zu können. Bei einer solchen Fläche verwende ich zum Verleimen wieder, wie schon beim Furnieren, die Leimwalze.
Damit die Falzbilder an die richtige Stelle rutschen, habe ich mir auf der Rückseite einen kleinen Anschlag hingezwingt. So muss ich nicht viel prüfen oder nachjustieren. Einfach die Platte einsetzen und nach hinten schieben, dann passt es. Die Klappen mussten auf unterschiedliche Arten angebracht werden. Die obere Klappe wird von zwei Klappenbeschlägen gehalten. Dafür bringe ich in die Alurahmen ein paar Löcher ein und schneide Gewinde. Dann kann hier ein kleines Verbindungsstück angeschraubt werden, womit man den Rahmen dann in die Beschläge einklipsen kann. Damit keine Verwirrung aufkommt, die Klappen wurden mir so von einem Glashersteller nach meinen Plänen gefertigt und geliefert. Ich habe die nicht selbst gebaut. Sie zählen damit als Halberzeugnis. Die Beschläge werden einfach festgeschraubt. Noch einen Griff angebracht, die Löcher dafür sind schon vorhanden. Und dann kann der Rahmen, wie gesagt, einfach eingeklipst werden. Die Beschläge lassen sich fein justieren, bis die Klappe perfekt in ihrer Öffnung sitzt. Noch eine kleine Blende aufgesetzt, fertig. Ich habe nicht gefilmt, wie die untere Klappe befestigt wird. Sie wird von zwei gekröpften Zylinderbändern mit einem Seilzug gehalten. Der Seilzug sorgt dafür, dass die Klappe genau im 90-Grad-Winkel stoppt. Man schraubt erst eine Trägerplatte fest und schiebt den Seilzug dann einfach auf, sichert ihn noch mit einer kleinen Schraube. Die Zylinderbänder habe ich in den Boden eingelassen und mit Gewindeschrauben am Rahmen befestigt. Der Lichtkorpus, den ich zuerst verleimt habe, bekommt jetzt noch in einem zweiten Durchgang seine Keilleiste und einen Rückwandanschlag. Die werden wie immer mit Lamellos eingesetzt. Bei den anderen Korpen habe ich die Rückwand eingefalzt, sodass sie von hinten verschraubt wird. Bei diesem Korpus habe ich mir das gespart, stattdessen zusätzlich zur Keilleiste oben noch eine Leiste unten eingesetzt und die Rückwand von innen aufgeschraubt. Da der Korpus komplett mit einer Schublade gefüllt wird, sieht man die Rückwand sowieso nicht, also stören da auch keine Schraubenköpfe. Damit sind die Korben jetzt fertig. Im nächsten Teil kümmere ich mich dann um die noch fehlenden Schubladen.